Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir machen heute weiter, endlich weiter, würde ich sagen. Wo hab ich denn meinen? Halt hier. Hallo. Jetzt. Ja, nach einer gewissen Pause geht es ja nicht wieder weiter mit Assassin's Creed und ich hatte ein paar Projekte zum Vorbereiten. Deswegen war jetzt hier eine kleine Pause drin, auch bei Hogwarts Legacy ist da noch eine Pause drin. Mir geht hoffentlich alles bald weiter, sobald ich die Zeit finde, wieder ein bisschen aufzunehmen. Ich hoffe nicht, dass ich das auf das Vorurlaub alles aufnehmen kann, dass ich dann weitermachen kann. In der letzten Folge haben wir die Hyäne getötet. Die nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir wieder ein bisschen an Nebenquest machen werden. Und wir werden heute die Geheimnisse der ersten Pyramiden lösen. Hoffentlich. Oder aufdecken. Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen heute, wie gesagt, erstmal ein bisschen Nebenquest, damit wir ein bisschen weitermachen können. Jo. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Moin. Hauptmann. Das nächste Gesicht, das du siehst. Meinst du aber auch nur du, mein Freund? Das war doch richtig, ja, aber. Dich zu töten? So, ich muss mal hier ein bisschen was zu Leuten finden. Da ist einer. Da ist ein Schatz. Was ist denn? Okay, so viele sind das gar nicht. Sind das nicht nur die? Dann nehmen wir Holz über. Wo ist er? Da. Irgendwas. Du hättest nicht herkommen sollen. So. So, den Schatz plündern wir noch schnell mit. So. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. So. Hat man getötet und den Ort beendet. So, dann machen wir weiter mit der Quest jetzt. Ich war da so, ups, ich dachte, die Götter wieder zu, ne? Sie gehören nicht dazu. Du da. Aber vielleicht doch. Der Jaya-Zeichen? Komm her. Bitte, ich bin schwach. Rette mich von hier. Ich kenne alle. Die Götter sind gnädig. Ich glaube doch, dass der wieder zugehört. Sei ruhig. Kopf runter. So. Hadi. Super. So, jetzt. Einmal aufladen, Kollegen hier. Und der war aufladen sitzen. Und dann machen wir weiter. Ernsthaft? Das war schon zum. War schon das Ende? Gut. Dann war es das sogar schon, oder?
Oder haben wir die Simulator dran? Nee, war doch nicht alles. Okay, ich dachte mir, es wäre schon das gewesen. Nein, ist es noch nicht. Freiheit! Du erholst dich schnell. Nun, sollen wir ein paar Gräber ausrauben? Habe ich etwa einem Verbrecher geholfen? Oh, stimmt ja. Du bist ein Magi. Nein, ich bin kein Verbrecher. Ich bin ein Opportunist. Ah, ich kenne deinesgleichen. Was hast du diesmal ausgegraben? Das haben sicher die Banditen gesehen. Einen Ring von unermesslichem Wert. Und wie du sehen kannst, will jeder ihn haben. Diese Banditen haben mich verschleppt, um ihn zu finden. Ich? Mich interessiert nur sein Wert. Glaubst du, ich wäre gern ein Leichenflatterer? Ja. Hm. Komm, folge mir zu meinem Palast. Es ist deine Pflicht, mich zu beschützen, oder? Du hast gesehen, wie gefährlich es hier ist. Wenn's sein muss. Ja, mein persönlicher Magi. Was für ein Glück. So, kommst du jetzt mit hoch, oder was? Ihr werdet längst alle unter dem Sand der Zeit begraben. Nicht alle. Schließ dich uns an. Wir könnten einen Krieger wie dich gebrauchen. Um dich aus all dem Schlamassel zu holen, in den du dich selbst gebracht hast? Ja, es sind harte Zeiten für uns, weißt du? Banditen sind uns ständig auf den Fersen. Dann verkauf den Ring und hör auf damit. Ich weiß, aber Gizeh ist voller Wunder und Mysterien. Man muss nur genau genug hinsehen. Und die Belohnungen. Die Belohnungen. So, dann machen wir mal die Folgen mal nehmen. Tagelang in einer Zelle. Scheiße, wo ist der Ring? Schon gut, ganz ruhig. Rashidi hat ihn. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Er hilft bei der Suche nach dem Ring. Ist das dein Ernst? Na gut, ja. Wieso nicht? Ich habe Zeit. Ha, das Glück ist immer auf deiner Seite. Nicht wahr, Opa? Wäre das wahr, hätte ich meinen Ring. Unseren Ring. Ja, ja. Der Ring ist Millionen von Drachmen wert. Kleopatra wäre die deine, wenn du ihn ihr gibst. Dann suchen wir nach unseren Brüdern. Sie haben den Ring. Es wimmelt nur so von Banditen. Damit fange ich an. Rashidi ging in Süden. Stieß wahrscheinlich auf diese Banditen bei der Sphinx. Der Narr. Rashidi ist in Gefahr. Ich muss ihn aus diesem Lager befreien. Na, dann machen wir das doch. Finn und rette Rashidi. So, die. Ja gut, die gehen. Die sind mir wahr. Da ist es hier. Frage, sind das nur die zwei? Nee, ne? Mit garantierter Sicherheit sind das mehr. Gut. Aber es sind doch nicht so viele dann, ne? Scheinbar sind das tatsächlich nicht so viele. Gut. Das sind tatsächlich nicht so viele. Gut.
Dann fällt den RPG in die Wand und ich mach mich mal rein. Diese Zone ist tabu. Den habe ich gar nicht gesehen. Und der mich auch nicht. Zwei oder ist es eine? Ja, super. Das wäre natürlich blöd, dass die zwei sind. Verstecken. Ich warte. Was? Gut, die interessieren mich herzlich wenig gerade. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, weil da kommt zum Beispiel einer. Gut, dann bin ich jetzt mal gerade ein bisschen raus aus der Nummer. So, der kommt jetzt schön auf mich zu. Das Blöde ist natürlich, dass der jetzt da mit seinem Begleiter kommt, nicht alleine kommt. Warte mal kurz. Der geht weg. Ja, total toll ist die. So, weiter geht's mit dem da. Ja, ist der eine natürlich, die zwei sind jetzt, oder drei sind es, ja. Sind oder vier sind es noch. Sind jetzt ein bisschen aufgeschreckt. Ich kümmere mich, bevor ich mich um Rashidi kümmere, kümmere ich mich um die zwei da mal erstmal. Oder die paar noch. Den einen jetzt hier, der ein bisschen rumschleicht. Gut, hier ist noch mehr. Ich möchte kurz den einen hier nochmal aufmischen, der hier rumsteht. Gut, das ist jetzt ein bisschen aufgemixt. Die sind jetzt zu zweit da dran. Was ist denn da für einer? 2.17er. Die Frage ist, mit dem werde ich auch fertig, oder?
Ich will sie eigentlich gerne per Attentat holen. Aber hier schlechter fahren jetzt die Zeit rum. Hey, was? Du hättest nicht herkommen sollen! Total toll, dass ich jetzt brenne. Gut. Ich gehe mal übers Dach, damit ich... Perfekt. Habe ich die zwei schon mal tot? Und habe zumindest meine Ruhe. So, jetzt habe ich, glaube ich, hoffentlich alle. So, einen Schatz brauche ich noch. Wo sind die jetzt wieder da vorne? Alle anderen habe ich ja tot. Jetzt habe ich gleich mal eine Ruhe. Und habe damit dieses Gebiet abgeschlossen. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo der Typ da ist. Oh ja, mein Freund. So, sprich mit Rashidi. Der Ring, den ihr gefunden habt, scheint sehr begehrt zu sein. Was weißt du über den Ring? Ober und Nepti sagten, dass du Ärger hast. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr dieses Leben aufgebt, hm? Wir könnten, wenn wir den Ring hätten. Warte, hast du ihn etwa nicht? Toho schlug mir ins Gesicht und lief zum Grab des Hämon, um ihn zu verkaufen. Da, oh, wer ist Toho? Ein Bruder. Ah, natürlich. Ich sehe, ob es ihm gut geht. Geh du zu den anderen. Bei ihnen bist du sicher. Ha, wohl kaum. Ich frage mich, was Turo mir erzählen wird. So, finde Turo. So. Jetzt muss ich gerade gucken. So, Turo war auf dem Weg zu Him und Mastaba. Aber ich würde sagen, das machen wir nicht jetzt. Das machen wir in der nächsten Folge dann. Ich bin raus heute. Wir sehen uns dann wieder. Und dann freue ich mich, wenn er morgen entscheiden würde, wieder um 12 Uhr.